Die Hexe. Eine Hexe haust tief drin im Wald. Der Regen fällt durch Nebel grau. Doch sterben ihre Füße bald. Und was ist nur los mit dieser Frau? Früher hat sie Bodenheizung. Doch kann sie selber nichts dafür. Seit heute gibt's eine Zehenreizung, denn Wind pfeift unten durch die Tür. Der Handwerker kam schon vorbei, um sich ein Bild vom Ort zu machen. Er tat ein wenig Spielerei und ging mit schallend lautem Lachen. Eine Lösung muss, das wäre nicht schlecht, herbei, um dies Problem zu richten. Und draußen klopft der bunte Specht, derweil sich ihre Haare lichten. Sie setzt sich an den Küchenkessel und braut im Zorn ihr Wärmgebräu. Danach starkst sie erschöpft zum Sessel, lässt fallen sich ins weiche Heu. Wie sie nun da niedersitzt und sich grob Gedanken macht, fühlt sie, wie ihr Hintern schwitzt. Wie hab ich das denn hingebracht? Das Heu, oh Freude, ist doch möglich als Dämmung nutzbar, sonnenklar. Da scheint nun die Vermutung löblich, dass es ein guter Einfall war. Man sieht das Funkeln in den Augen, die Zehen blau und krumm gefroren. Sie stirbt beim Heustreuen vor der Türe. Der Wind zischt nun durch ihre Ohren. Ja, so viel von mir. Kommentare. Ich freue mich schon.